Und dann. Klar. Oh, wer gewinnt hier? Oh, wer das ist eindeutig. Hallo Leute, herzlich willkommen hier zu einer Aufnahme Jump League. Ich wollte gerade wieder Super Jump sagen. Heute mit Erik. Hi Erik. Hi Halbflug. Hi. Ich habe ja im letzten Video, also gestern, gefragt, ob ihr Jump League möchtet. Ihr habt ja gestimmt und ja, da ist sie. Ich wollte eigentlich schon lange Jump League aufnehmen und ich bin der größte Noob der Welt. Warte, wo bist du denn? Ist ja egal, aber... Okay. Oh, Alter, diesen Abschnitt hatte ich noch nie irgendwie. Ich finde ihn recht geil, aber ich frage mich, warum der als easy abgestempelt wird. Übrigens, Leute, ihr habt es vielleicht schon mal am Anfang meines Videos gesehen. Ich habe einen neuen Skin gerade drin. Ich bin mir aber noch nicht wirklich sicher, ob ich ihn nehmen werde als Skin in Minecraft, weil ich habe ja noch die ganzen Designs und so und ich finde beide Skins eigentlich gut. Also meinen alten Skin und meinen neuen Skin. Den hat mir übrigens der gute Nick zusammengepixelt. Dankeschön dafür. Und, Och! Okay. Ja, und ihr könnt vielleicht mal sagen, was ihr findet. Ich bin, meine Nase ist übrigens noch verstopft, bin ein bisschen erkältet, deswegen höre ich mich kacke an. Nee. Und deswegen könnt ihr mal sagen, welchen Skin ihr besser findet, meinen alten oder meinen neuen. So. Heavy. Ich habe by the way auch noch nie Jump League auf meinem Kanal gebracht, aber ich denke mal, ich kann mich sehen lassen in Jump'n'Runs. Oh Mann, ey, ich bin echt gerade... Richtig dumm. Wie komme ich bei der Leiter weiter? Also, ich bin beim Huhn und dann weiß ich nicht mehr weiter. Irgendwie. Hä, du musst da so... so dumm. Musst du so springen und dann... Ach, wirklich? Und dann, ja. Hä, irgendwie bin ich echt gerade zu blind dafür. Okay, ich bin jetzt hier bei dem Jump'n'Run. Ach so, sorry, Leute. Sorry, meine Dummheit schlägt schon wieder ein. Ja, halt so, Leute. Ach, fuck. So, pass auf, wo gehe ich jetzt? Wo muss ich hier weiter? Hey, ich leide. Wo muss ich weiter? Ich weiß es nicht, wo du bist, genau. Ich bin jetzt bei der Endertruhe, bei der ersten da. Ja, jetzt musst du da rechts bei dir, also du bist bei dieser Leiter da. Ja. Da und rechts an dieser Leiter sind halt Leitern. Oh, Module 5, ey. Okay, rechts an der Leiter. Ruf rein, Alter, was ist das für ein Lappen? Vor allem, wir sagen ihm, ja, okay, wir melden uns, lach doch wieder. Jetzt muss ich mich schnell auf beschäftigt stellen auf Skype. Oh, ich glaub es nicht. Hä, hey, ich komme hier nicht, warte, okay. Ach so. Ich meine noch rechts daran, sind Leitern. So. Oh ja, ich wollte gerade sagen, der Anfang ist ja jetzt easy. Okay, Leute, wie gesagt, ich bin eigentlich gut in Jump League. Heute ist irgendwie der Vorführeffekt. Wenn man so mal so unsere Distance vergleicht, ne? Also. Hey, was ist denn los? Ich komme schon bei der Leiter nicht weiter. Was ist das für ein scheiß Modul? Ja, Mann, also ich frage mich auch, warum das als easy abgestempelt wird. Naja, ich bin jetzt gerade schon bei diesen Normal Modules. Bin ja auch erster gerade, deswegen stehe ich eigentlich außer Konkurrenz. Oh, 16 Stück entfernt. Also hier ist eine Leiter. Und wo gibt es hier sonst noch Leitern? Ich leide. Help us. Ach so. Oh Leute, sorry, ne? Für die Behinderung. Help us so tonight. Ich habe keine GEMA-Lizenz. Kannst du das bitte lassen? Hä? Wenn man singt, dann gilt das als eigenes Werk, du Lappen. Lappen. Außerdem darf man das Lied sowieso verwenden. Das ist, glaube ich, copyright-frei. Wirklich? Er singt nur copyright-freie Musik, ne? Sonst wird er in der Schule von der GEMA angezeigt. Ja. Weil die Schule ist ja ein öffentlicher Ort, ne? Also dementsprechend ja auch, ne? Hä, vor allen Dingen, das Modul, wo ich gerade war urschwer und jetzt ist das hier ur-easy. Wo ist denn hier die Kiste da drüben? Ah, nee, da war ich, glaube ich, gerade sogar dran an der Kiste. Help! Oh, ich hasse diese Lucky Box, die sind so unnötig. Ich habe gerade wieder unlucky, das ist so unnötig. Sorry, Leute, Playminity, echt. Ne, das ist so unnötig. By the way, Leute, der Server wird tatsächlich Playminity ausgesprochen. Oh. Ich dachte früher über Playminity. Da sieht man wieder die Englischkünste. Die Englischkünste habe ich dummerweise nur in einem Tweet gelesen, dass es so ausgesprochen wird, aber egal. Und ich habe noch keine bessere Brustplatte bekommen und keine bessere Hose. Okay. Oh Leute, meine Maus springt gerade irgendwie. Dritte Modul hat es in sich.
Ja, okay. Leute, dieses achte Modul hat es in sich. Bist du schon beim achten Modul? Ah, fuck. Aber okay, guck die Runde bei ihm auch noch. Er ist, glaube ich, etwas weiter. Ach so, Leute, ich würde mich riesig jetzt schon über eine Bewertung freuen. Und dass ihr mir sagen könnt, wie scheiße ich im Jump'n'Run bin. Ich bin im Modul 4. Oh Gott. Ach, und Leute, das ist echt peinlich. Bei dem Moment, wo ich gerade dieses Video hier aufnehme, habe ich vor kurzem die 70 Abonnenten erreicht. Da wollte ich mich nochmal bedanken. Halbflug hat jetzt so ungefähr 200 mehr als ich. Aber naja. Ja, da kann man damit leben. Kann man halt nichts machen, ne? Also, er pusht da Huren und so, sage ich dadurch. Genau. Oh, nein! Oh, bitte, ich- Leute. Echt. Leidet bitte nicht, wenn ihr das Video hier guckt, ne? Ich hasse dieses Modul. Ich kenne die Kommentare jetzt schon. Du bist voll scheiße, warum spielst du den Modus denn, wenn du so scheiße bist? Das ist echt eine gute Frage, ich meine, du bist letzter. Oh fuck. Hä, hey, was? Ehrlich? Ja, obwohl du 193 Blöcke entfernt, weit bist. Das ist eigentlich echt erstaunlich, wie die Leistung der Spieler hier ist. Dass einige tatsächlich nicht bei 5 Blöcken stehen bleiben. Also da sind auch ein paar Geläfte, ne, die irgendwie bei 5 Blöcke oder so waren. Ja. Ach Mist, ey, es ist doch unnötig. Alles ist unnötig hier. An dem Spiel. Okay, das ist normal, okay? Das ist, glaube ich, echt so ein Rage-Modus, der, glaube ich, alle wirklich zum Ragen bringt. Egal, ob man jetzt gut drin ist oder nicht. Was ich aber scheiße finde, ist, dass im Deathmatch, vielleicht kennt ihr das auch, Leute, es leckt einfach unfassbar krass. Oh, ich bin auch unfassbar krass schlecht gerade. Okay, Konzentration. Oh, Leute, ich bin bei Module 9 und habe immer noch keine bessere Brustplatte. Oh, Leute. Okay, Leute. Noch eine Minute oder zwei Minuten besser gesagt. Das war nicht der richtige Weg. Oh, da hat jemand aufgeholt. Hä, bei welchem Modul bist du gerade? 9. Oh Gott. Und ich kenne dieses Modul 10 schon. Ich hab das gerade gesehen und ich hab das noch nie geschafft. Oh Leute, das ist dieser Vorführeffekt. Ich hasse es. Jetzt ist es wieder der Vorführeffekt. Und morgen ist es die Nervosität und übermorgen die Internetleitung. Übermorgen die Riegel. Kennt man ja. Ist so, ne? Oh Gott, ey Leute, ich bin so okay. Hey, dass ich letzter bin? Im Modul 5 letzter? Ja. Oh Leute, entweder so weit sind so das alles die Pros hier um diese Uhrzeit da, ne? Ja, ja. Oh Mann, ich hätte sneaken sollen. Leute, so weit war ich noch nie bei diesem Modul. Und ich habe tatsächlich in allen Kisten, die ich nicht gelootet habe, keine bessere Brustplatte bekommen. Ja, und ich bin noch keinen Schritt weiter. GG. Nein! Okay, Leute, jetzt scheißegal. Wir haben, glaube ich, nicht mal so schlechte Sachen. Oh geil, ich hab einen Pfeil. Okay. Die Map kenne ich nicht. Ich kenne sie leider. Und ist es bekannt. Oh, Steinschwert, okay. Der leckt einfach mal richtig krass übel, ne? Okay, XI krank, hey. Okay, gekillt, Mann, und der hatte irgendwie. Ach, fuck. Ja, Leute, es liegt echt an der Brustplatte. Ich hab Dia-Schuhe. Oh, lol, okay. Es leckt. Es leckt so ultra krass, Leute, echt. Ja, Leute, ich bin auf einem Leben und ich hab das dann Run durch. Was ist das für eine Kacke? Unfaire Scheiße, ganz im Ernst. Was? Wie bin ich jetzt getötet worden? Hey, Leute, aber das liegt echt nicht an uns, das liegt wirklich am Server. Ja, also. Hey, was ist das? Was ist denn das? Ich kann ihn nicht treffen, seht ihr das? Leute, es ist echt eine Schande hier. Echt ein Täusch, es gibt eine 2. Ich glaube, ich muss mich hier echt ein bisschen verziehen. Ich glaube, ich habe mit Abstand die schlechteste Rüstung im Deathmatch. Obwohl ich tatsächlich das Jump'n'Run geschafft habe. Es tatsächlich? Ist echt unfair. Alter, der Paku, ey. Der ist ja, richtig. Ja. Entweder campt der die ganze Zeit. Nee, der ist ja die ganze Zeit im Campen. Ja, Leute, Mann. Ich versuche ihn jetzt mal zu holen. Der hat einen Cuddle-Skin. Quotenkuddel. Quotenkuddel. Der will einfach nur Quoten. Ja, der pickt, glaube ich, so ein bisschen. Hä, hey, meine Lache hat gerade übelst. Oh Gott, ich hab ihn da. Die Lache von Pixelwolf, ey. Die ist auch ultra. Wie lacht denn der? Ich muss die ganze Zeit auch lachen, wenn er lacht, ey. Alter.
den darfst du nie Witze erzählen, weil die Lache ist so komisch. Okay, ne, ich glaub, Pixie? Ich hab diesen Parkour mal down. Ja, du kennst ihn ja privat. Ja, klar. Ich kenne ihn auch relativ gut privat. Like, wer es kennt. Und Favo, Abo, und so. Okay, weiter. Ja, ich bin tot. Ey, yo, Leute. Ne, da seht ihr auch richtig, wie ich super bin im, Oh, okay. Da ist der Erik hier. Ich glaube, ich mache das einfach noch schön, noch so eine schöne so Deathmatch-Cam, so mit dem Kameramodus. Passt auf, Leute, ihr habt noch nie so eine schöne Kamerafahrt gesehen hier. Oh Gott, ich wäre gerade fast auf dem Glas gelandet. Bitte abenteuerliche Musik. Nein, muss ich singen. Jetzt kommt da die wunderbare Automate. Weißt du, YouTube-Partner-Kräfte, da kann man einfach Musik laufen lassen. Ja, wenn man schnipst und dann... Klar. Oh, wer gewinnt hier? Oh, das ist eindeutig. Ja. Was? Lol. Ich hatte halbes Herz am Ende. Oh Gott, okay. Ja, endlich eine bessere Brustplatte. Noch drei Spieler, okay. Okay. Echt gespannt. Ich verfolge ihn jetzt einfach mal. Ich ghost natürlich nicht. Pass auf, Kiste bald weg. Gut. Oh ja, stimmt, ja. Aber war eh nichts Besonderes drin. So, jetzt nur noch Paco, Freunde. Nur noch Paco. Und jetzt kann ich mit meinem Wie viele Leben hat er noch? Eins. Ich habe auch noch ein Leben. Okay, das ist echt spannend gerade. Wo ist er denn? Ich weiß nicht, ich track ihn gerade. Da vorne ist er. Ja, ich okay. Seh ihn. Ich könnte ihm Pre-Fire geben. Nee, nicht getroffen. Ich habe nur einen Pfeil gehabt. Ah, riskier es nicht. Geh einfach direkt drauf. Ja. Okay. Ich habe übrigens auch ein neues Mousepad, und zwar das Rock Taito und ich spiele nicht. Mann, hätte der letzte Kill hier nicht so geleckt, ne Leute. Ich hätte, glaube ich, noch eine Chance gehabt irgendwie. Obwohl ich ein Holzschwert hatte. Okay, Leute, pass auf! Ja, okay, ja, da hast du echt viel. Okay. Oh Gott, er hat zwar die... Erik hat die bessere Rüstung. Aber er hittet besser. GG. Okay, gut. Ich fand es eigentlich richtig spannend. Und wenn ihr das auch spannend fandet, dann gebt doch einen Daumen hoch. Und schaut beim Erik vorbei. Der freut sich über jedes Abo wie ein kleines Kind. Und Achso, und Leute, ich habe mal eine Sache gelernt den einen Tag, dass man halt nicht sagen sollte, ja bitte abonnieren, favorisieren, liken und so, sondern einfach mal bedanken, dass man sich die Zeit genommen hat, das Video zu gucken. Das hat ja bei Mr. Tutorial auch geklappt, ne? Ja, also abonnieren, favorisieren, liken, kommentieren, mit der Oma angucken, also wirklich. Und natürlich Leute. Danke, dass ihr unser Video angeschaut habt. Genau, damit aber sagen, das kommt natürlich an zweiter Stelle. Damit würde ich sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Video und tschüss. Tschüssi, Leute. Wee.